Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zum knallharten Taste Test. Heute wird wieder gegönnt, Gönnerti, und zwar Juneberry Jam. Ja, Juneberry gab es ja auch schon mal von Red Bull, eine Spezial Edition, ich glaube gibt es sogar immer noch, so eine blaue Dose. Habe ich auch schon getastet. Ist irgendwie die Steinbirne oder so. Hat auf jeden Fall ganz gut geschmeckt, mich nicht vorgehauen. Und Jam ist ja so eine Art Marmelade. Also Steinbeerenmarmelade. Auf jeden Fall kreativ. Juneberry habe ich auch nur durch Red Bull kennengelernt. Von daher ist das die einzige Konkurrenz. Ich weiß nicht, was mit Juneberry ist. Warum das auf einmal so einen Hype hat. Weil ich hatte vor Energy Drinks noch nie was davon gehört. Na gut. Digga, Monte, dann zeig mal, was du drauf hast. Gucken wir mal, wie lecker oder wie eklig dieser Energy Drink ist. Und? Ui, Digga. Oh, das riecht echt interessant. Weiß nicht, ob mir das gefallen mag. Vielleicht auch nicht vorteilhaft, wenn ich vorher irgendwie ein Parfüm-Video gemacht habe und hier 10 verschiedene Düfte gesprüht habe, aber. Riecht auf jeden Fall sehr sonderbar. Wahrscheinlich liegt es an den Parfüms. Nee, weiß nicht, ob mir das gefallen mag. Bis jetzt mochte ich eigentlich alle Gönnertüs. Komm, der muss schmecken. Der muss schmecken. Der muss schmecken. Wie gesagt, den weißen, den Peach, den habe ich immer noch nicht. Keine Ahnung, wo es den gibt. Auf jeden Fall nicht in Oldenburg. Okay. Wisst ihr, wie das schmeckt? Ich sag's jetzt, wie es ist. Das hier ist das Pendant zu den... was war das? Strawberry? Strawberry Cheesecake. Auf jeden Fall der rote Gönnerti. Der hat so fruchtig nach Käsekuchen geschmeckt. Und das hier, kennt ihr so eine richtig schöne Heidelbeertorte? Und da ist da so Heidelbeerguss drauf. Der Kuchenguss mit den Früchten. So schmeckt das. Ist nicht schlecht. Aber ich würde jetzt sagen, ich muss nochmal probieren. Ich würde sagen, das ist der schlechteste Gönnerti. Bin ich knallhart, Digga. Bin ich eiskalt. Ist nicht schlecht, ne? Aber schlechteste Gönnerti, würde ich sagen. Muss man Bock drauf haben. Schmeckt wie ein Tortenguss. Wer so eine fruchtige, bärige Torte habt, da der Tortenguss. Die Beeren. That's it. Er hat auch ein bisschen Marmeladen-Vibes. Aber ich sehe da eher den Tortenguss. Stell ich wirklich so einen bärigen Tortenguss vor. Kuchenbohnen. Darüber dann die Beeren mit dem... Ja, Guss. Keine Ahnung, wie man das halt nennt, ne? Gelatine und so. Das ist wahrscheinlich der Jam. Also bärig mit diesem gelatinigen Jam-Geschmack. Ist nicht schlecht. Aber ich bleib bei der Aussage. Schlecht Gönnerti. Ach, was gebe ich denn jetzt? Also er ist wirklich nicht schlecht. Aber ich habe so viele Energy schon getrunken, ne? Und der wäre wahrscheinlich nicht mehr in den Top 30. Ne, der hier, der ist in den Top 5. Der blaue, der hat es mir angetan. Und der grüne, der neue, den ich vor 2 Wochen im Taste-Test hatte, der hat es mir auch angetan. Der hier. Wie gesagt, ist nicht schlecht, aber es gibt so viele, die ich bevorzugen würde. Punkten. Das trifft es ganz gut. 6,25 von 10 Punkten. Ist auf jeden Fall voll in Ordnung. Kann man trinken.
wenn man mal Bock auf was Bäriges hat. Ich muss gestehen, so viele bärige Energy Drinks gibt es auch gar nicht. Von daher hat Monty hier wieder seine Nische gefunden. Mit dem Gönnergy. Aber ist einfach nicht mein absoluter Favorite. Auch schmecken tut er. Falls ihr neuen Gönnergy schon probiert habt, den Juneberry Jam, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Für mich interessiert, was ihr davon haltet. Sagt ihr, oh, Cecil, das ist mein Favorite. Du hast doch keine Ahnung. Die lila Farbe und Juneberry Geschmack, das ist so toll, so unique. Du hast doch keine Ahnung. Keine Ahnung von Energy, ist egal, ob du schon 100 Stück getrunken hast. Ja, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Und stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!